Naja, Curry Team, also ich habe schlechte Erfahrungen bis jetzt noch vom, wie er heißt, Yoshi Team. Aber, ja, vielleicht ist es ja leichter. Okay, scheint nicht wirklich leichter zu sein. Es sind aber nur zwei. Ja. Vielleicht irgendwie Throw. Oh, ich habe noch nicht mal einen gekillt, was sind das für ein Scheiß? Komm hier, komm. Ach, das sind nur weniger, okay. Ist ja klar. Vielleicht Back Throw. Der scheint ja ganz effektiv zu sein. Die Throws waren sowieso ziemlich imbar in Super Smash Bros. 64. Da ist Don't Get Grabbed wirklich scheiße. Heftig. Ein Grab und ich sag mal, scheiße, wird ziemlich hart dran genommen mit die Maxi-Tomate. Wie ich den gerade gekannt habe, auch Mist jetzt nicht mehr. Ihr merkt schon, ich konzentriere mich lange, weil ich habe das Spiel ziemlich lange nicht mehr gespielt und da geht es halt nicht so nebenbei alles. Mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Schon mehr als 11 Minuten. Das heißt, gerade eben war das erste Video vorbei und das zweite ist es jetzt schon. Und ich werde es auch nicht so hinkriegen, dass ich, wenn es nur, sag mal, wenn es 11 Minuten 30 wären, könnte ich so beschleunigen, dass es nur, wow, okay, 11 Minuten lang gänge oder 10 Minuten und 59 Sekunden, weil ja, weil es dann einfach beschleunige ich das ganze Video und dann würde ich dann hochladen. Aber wenn es jetzt zu lang ist, zum Beispiel 12 Minuten, dann wird so schnell, dann versteht ihr mich vielleicht gar nicht, wenn ich mal schneller spreche. Aber ich hoffe, ihr versteht mich, weil wenn ihr mich nicht versteht, könnt zum einen an meinem leichten Dialekt liegen, weil ich wohne ja in Sachsen. Und oder an meiner Geschwindigkeit, dass ich zu schnell spreche. Oder an meiner Sprache, vielleicht könnt ihr gar kein Deutsch. Falls ihr nicht Deutsch könnt, schreibt es mal bitte in die Comments bei YouTube. Ja, das war gerade ultra witzig, weil wenn ihr jetzt Deutsch anlegt, versteht ihr mich auch nicht. Aber ja, jetzt kommen noch drei Stages. Metal Mario, wie ich in Erinnerung habe, muss er nur offstage springen und dann kann er sowieso nicht mehr recovern. Aber. Oh. Das Schöne an Super Smash Bros. 64 war halt, dass man alle Attacken ohne Lag auf den Boden machen konnte. Ey, es ist auch scheiße, grippt er mich vielleicht, ne? Also, wenn man mit L-Cancel, das ich immer mit L gemacht habe, weil heißt ja L-Cancel, da ist es ja für Lag-Cancel, aber egal. Es war hier ziemlich heftig. In Melee hat es den Lag von den Attacken halbiert, in Super Smash Bros. 64 hat es ihn komplett weggemacht. Hammer, das ist wichtig jetzt. Und darum ist es halt ziemlich heftig, weil man dann einfach gar keinen Leck hat nach den Attacken, wenn man L-Cancel hier macht. Jetzt soll es gewesen sein, ne, noch nicht. Ah, jetzt hier mit dem Item. Hey, scheiße. Ja, ich sag, er das Item ist nicht gut, er wirft das auf mich. Aber jetzt werfen und zurückwerfen vielleicht. Offstage, einfach nur Offstage werfen. Scheiße, jetzt macht er mich Offstage. Die Stage an sich cool, die kann man wahrscheinlich auch spielen, wenn man einen Emulator hat oder einfach das irgendwie Spiel hacken würde. Jetzt läuft er da drauf. Oder so. Okay, ich glaube, ich schaffe es in zwei Videos zu machen, das Spiel. Also dieses sehr schwer. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe ohne. Ach so schnell, war da einer. Ohne. Weil schon neu anzufangen. Scheiße. Also ich bin Rising Pound Meister und ich hüpfe gern gegen die. Ta ja, scheiße. Ich glaube. So. Wenn man es schnell machen will, dann geht's nicht. Oh. Ach, an der kann man gar nicht taggen. Weil auch Schöne in Super Smash 64, man kann eigentlich die ganze Zeit Z gedrückt lassen, ab dem man auf dem Boden ist. Weil man kann immer taggen. Man hat nicht nur einen Versuch zum Taggen, sondern man kann ständig taggen. Und auch zum L-Cancel hat man unendlich Versuche. Und ja, das ist an sich für sowas ziemlich TAM-freundlich. Oh, das. Wenn die alle so schwer sind wie die Yoshis, dann wird's schwer, weil. Entweder muss ich die alle grabben, was nicht zu schön ist, oder mit einer Nair treffen. Und Nair reicht nicht, heißt grabben.
Naja, okay, näher reicht vielleicht manchmal, aber. Oh, aber wenn jetzt hier so. Was war das? War das Captain Farben? Oh, das Teil ist wichtig, genau. Nee, das ist Fox. Ich finde ja lustig, dass dieses Teil hier mit dem. Das hier gerade über mich fliegen, mir da näher getroffen hat. Ist Kirby. Das ist ja das Nest da oben. Das ist Link, wenn man unschwer kennt. Das ist Pummeluff. Scheiße, nein! Ach, ich nicht so viel Shield, aber wenn man halt grappen will, dann mache ich meistens Shield Grab. Okay, dann schaffe ich Masterhand ungeübt mit einem Leben und dann noch das kämpfende Polygon-Team. Das wird schwer, sage ich mal so. Ja, das wird schwer. Sag ich mal, fast unmöglich, wenn ich jetzt schon 97% weg habe und ich noch zwei Reihen von diesen Polygons habe. Jetzt liegt ja kein Rising Town probieren. Ach, scheiße, das hätte ich einsammeln können. Hätte ich ein bisschen mehr schenken, das ist schon gesagt. Okay, das wird jetzt was. Doch nicht, boah. Leider gibt ja auch kein DI, nur Smash DI, soweit ich weiß, aber das kann ja auch gut sein. Das war Mario, wie man gerade gesehen hat, alle Attacke. Oder, nee, Luigi war es, Entschuldigung. Und scheiße. Okay, gescheitert. Ach, weiter, sagt er. Okay. Ja, ich mache weiter. Ich entschuldige mich an meinen Zuschauer, dass ich jetzt gerade ziemlich gefailt habe und alle meine Leben verloren habe, aber es ist ja auch wirklich schwer, ihr seht. Man kann das nicht so leicht schaffen. Und ja, ich erst recht nicht. Weil ich in Super Smash Bros. 64 wirklich keine Leuchte bin. Ich bin vielleicht besser als der Durchschnittsdeutsche, aber der Durchschnittsdeutsche spielt auch nichts. Ist also ein Vorteil dann, wenn man besser als der sein will. Ich hoffe, ich schaffe es in zwei Videos, weil jetzt habe ich natürlich erheblich Zeit einbußen. Und ich darf auch jetzt nicht zu spielerisch mit meinem Leben umgehen. Ich habe jetzt zwar genug, aber genug heißt ja nicht, dass ich jetzt auch alles mit beim ersten Mal schaffen werde. Also, ja, zum Beispiel jetzt verliere ich auch wieder eins. Und das, naja, das ist einfach, es ist einfach nicht so leicht. Ihr könnt ja auch, ihr könnt es alles nachspielen, auch euch filmen, wie ihr Super Smash Bros. 64 auf sehr schwer spielt. Und das dann hier drauf verlinken auf das Video. Fände ich mal schön. Ihr müsst natürlich sprechen, wäre natürlich auch lustig, auch für alle Zuschauer, weil mit sprechen ist es ja, finde ich, angenehmer anzuschauen. Das würde ich einsammeln, du Arsch. Weil, ja, dann weiß man ja auch, wer es spielt, was er dabei denkt und dass er halt sich dann weniger aufs Spielen konzentrieren kann, sondern eher aufs Sprechen. Ja, Pokéball wäre jetzt wichtig, wäre jetzt ganz, ganz wichtig, so ein Pokéball, schade. Das haben die genauso gedacht. Und Relaxo ist auch, oh, das trifft sie auch, dann bin ich wieder aufgestellt. Boah, ich bin so cool. Also, zwei Leben schon verloren und fast Shield Break, scheiße, raus Smash die Ei. Natürlich, oh nein, ist das kacke. 63% WTF. Also das ist jetzt unschön. Ganz ehrlich gesagt, es ist sehr, sehr unschön. Chanera noch. Und ich habe gedacht, komm, jetzt passiert ein Ultra-Pokémon, aber was krieg ich da? Ich krieg Chanera. Okay, die mag die Tomate, sammelt es sowieso nicht ein. Und jetzt sammelt ihr auch noch Pokéball ein. Also, alles totaler Epic Fail. Ey, scheiße, ich rede jetzt schon wieder, ob ich das Video gemacht habe, da alle nur sagen, oh, du bist so schlecht. Ich bin wirklich nicht gut, aber ich bin auch nicht so. Ich bin schon schlecht, sag ich mal so. Ich hab's lange nicht mehr gespielt, aber trotzdem, es ist doch. Es ist. Einfach das Kämpfe Polygon Team ist zu doof. Ist voll unfähig. Die sind alle so stark wie so ein normaler Computer. Und dann noch 30 Stück oder so. Und dann kriegt man die nicht mal zu grabben. Ich glaube, ja, nach unten. Da oben ist mir zu doof. Das da oben brauche ich, das ist ganz wichtig. Das sage ich ständig. Jetzt sammelt der das einer Link. Scheiß Link. Link ist doof. Ja, aber nach Selbstmord spielt jetzt alles okay. Herz ist jetzt ganz wichtig. Aber sage ich. Aber naja, ich habe schon drei Leben verloren. Ich darf noch einmal runterfallen bei der Masterhand. Das wird sehr schwer. Da ich keine Ahnung mehr habe, wie es, ich sag mal an sich, wenn die so ist wie in
Super Smash Bros. Melee und Brawl, dann ist es ja ganz schön. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich sowieso noch gekillt. So. Scheiße, nein! Okay, ich werde noch gekillt. Und wie ich mich kenne, oh, ich habe 4 Leben verloren, das ist auch wirklich mal. Wie ich gesagt habe, ich habe es auf die leichte Schulter genommen, ich habe ja genug Leben und da wurde es scheiße. Und jetzt mit einem Leben meistern schaffe ich nicht, dafür sieht man hier cool, wie ich fast vor.